hier kommt ein alter Bekannter, Joe Flossy LaRue. Ja, der US-Boy wieder mit einem seiner aufreizend lässigen Auftritte. Das hier ist seine Bühne, geschmeidig wie ein Fisch im Wasser. Und heute sogar ähnlich glitzernd und schuppig. Ist das ein Telefon? Nein, ich glaub's einfach nicht. Er geht wieder ran. Dafür ist er doch bei den Championships 2009 schon disqualifiziert worden. Er ist natürlich ein abgezockter Profi, der mit allen Mitteln kämpft. Aber das hier wird die Diskussion wieder anheizen. Braucht es beim Airbull Riding einen Ringrichter, der genau diese Mätzchen endlich unterbindet? Leider gilt Verbandspräsident Honk Dirkelmann als ausgesprochener Reformgegner. Freunde, wer will das denn sehen? Geht's jetzt hier endlich weiter? Sieht so aus. Da steigt er auf und... Nein, das tut mir leid. Das ist dann einfach zu wenig. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für alle, die diesen Sport lieben und Tag für Tag hart dafür trainieren. Nein, dafür habe ich keinerlei Verständnis. Da ist er mit einer 5 meines Erachtens noch viel zu gut bedient.